Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zu unserem nächsten Dogstyler-Blog. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin Rieke. Und wir wollen euch heute einen neuen Hersteller vorstellen, wo wir großer Fan von sind. Und ich hoffe, dass ich euch damit auch begeistern kann. Ist ein Hersteller aus Norwegen. War ein Tipp von unseren Österreicher Kollegen, die ganz viel von diesen Sachen schon verkaufen. Die sind da natürlich durch Berge und Skiurlaub und Kraxeln ein bisschen weiter, was das angeht. Wir haben diese Sachen jetzt auch im Laden und ich möchte euch die mit Rieke mal zeigen. Das geht los bei so einem Halsband, ist jetzt noch nicht ganz so viel zu sehen, aber auch das schon findige Sache, gut gemacht finde ich. Ein Halsband, was er beim Trecken und beim Wandern einfach mal eben schnell über den Hals schiebt. In dem Moment, wo die Leine dran kommt, kann der Hund sich das nicht mehr runterziehen. Das finde ich schon mal sehr gelungen. Aber eigentlich wollten wir euch dieses Produkt vorstellen. Ein richtiges, echtes Zuggeschirr. Findet man in Deutschland oder bei deutschen Herstellern eigentlich kaum. Wüsste ich zumindest nicht oder zumindest dann nicht in dieser Qualität. Also für jeden, der Lust hat, mit seinem Hund was zu machen, wo der Hund ihn ziehen kann. Das geht los mit Walken, mit Kraxeln, mit Wandern. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Im Winter beim Skifahren. Alles, wo der Hund wirklich aktiv ziehen kann. Wenn man einen Sportler hat, so einen Typ wie Rieke, ist das wunderbar, macht Spaß, Mensch und Hund, und ist eine ganz schöne Sache. Ich zeige euch dieses Geschirr mal. Steh mal auf, Rieke. Aufstehen. Vielleicht ein bisschen schwer für die Hunde, das ist der einzige Nachteil, die es nicht mögen, wenn ihnen was über den Kopf gezogen wird. Das ist nämlich relativ eng anzuziehen, das muss aber auch so sein. Ihr seht das, das muss man einmal ziemlich eng darüber ziehen. Dann werden eigentlich nur noch die Beine durchgestellt. Rieke kennt das, ne? Schmuck. Das habe ich jetzt natürlich auch schon voreingestellt. So soll das aussehen bei dem Hund. Und ihr seht, sobald der Zug drauf kommt, habt ihr ein Geschirr, wo der Hund richtig dran arbeiten kann. Was den Zug richtig ableitet. Selbst unsere 20 Kilo Rieke bringt da richtig Kraft auf die Beine. Das ist halt orientiert an einem Schlittenhundgeschirr. Man sieht das an diesen Geschirren, die so lang geschnitten sind, dass praktisch an dieser Stelle erst die Leine drankommt und der Zug wunderbar abgeleitet wird. Ganz, ganz tolles Produkt. Und wenn man jetzt mit dem Hund losmarschiert, hat man ja in seltensten Fällen einen Hund in einem Zuggeschirr an der Leine. Macht relativ wenig Sinn, die muss irgendwo dran, wo sie auch eingehakt werden kann. Und auch dafür hat dieser Hersteller das passende Zubehör in ähnlich guter Qualität. Ein Bauchgurt, ganz anders als diese mal billigen Jogginggurte, die wir so kennen. Also auch dieses wirklich höchste Qualität, breit gepolsterter Rückensteg, sodass es auch nirgendwo scheuert und nirgendwo drückt. Und für die, die immer noch Angst haben, dass sie diesen Gurt verlieren, die können sich den wie so ein Lifebelt noch um die Beine machen. Also hier dieses breite Polster, diese dicken Steckschnallen, das macht schon alles einen ziemlich soliden Eindruck. Hinten breites Polster, da ist also nichts, was irgendwie einschneidet oder dass das wehtut. Da kann der Hund schon richtig dran ziehen. Man kann ihn auch so verschiedene andere Sachen dran befestigen. Also macht einen sehr stabilen Eindruck. Vorne ein richtiger Stahlhaken, der auch fest mit diesem ganzen Teil verarbeitet ist. Da kann ich also auch meinen 40 Kilo Hund reinhängen, ohne dass der mit dem Haken alleine spazieren geht. Das macht also alles einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ich zeige das mal eben einmal in der Gesamtkombination. Würde jetzt, komm mal her. Würde jetzt eine Leine in das Zuggeschirr hängen und mir die Rieke hier vorne reinhängen. Ich habe die Hände frei, ich kann Kraxeln, kann Stöcke, was auch immer nehmen. Und meine Rieke könnte mich schön unterstützen, indem die mich irgendwo den Berg hochzieht. Rieke macht das jetzt nicht, die hat es nämlich nicht gelernt, die hat keine Ahnung, was sie in dem Geschirr soll. Der haben wir gerade das Ziehen abgewöhnt, deshalb ist sie jetzt nicht so geeignet. Man kann das aber relativ schnell konditionieren, dass wenn die Hunde ein Zuggeschirr ankriegen, auch wissen, dass sie da reingehen können. Müssen wir auch mit ihr machen. Fazit ist, ein tolles Geschirr von einem tollen Hersteller, der wirklich klasse Produkte hat, sehr hochwertig verarbeitet. Wirklich, wenn ihr einen Hund habt, der Spaß an sowas hat, der Sportler ist und ihr selber aktiv seid, probiert das aus, wird euch eine Menge Spaß bringen. Wichtigster Satz, ich weiß, ich wiederhole mich, lasst dieses Geschirr in unseren Stores anprobieren und eurem Hund anpassen.
Ein Geschirr, was nicht richtig angepasst ist, macht ihr mehr mit kaputt als gut. Speziell bei Geschirren, wo auch noch eine Menge Zucht drauf wirkt und eine Menge Kräfte auf den Hundekörper wirken. Bestellt euch sowas nicht im Internet und passt es eurem Hund selber an. Das ist wirklich ein gut gemeinter Tipp. Lasst euch beraten, wir haben genug Profis, die wissen, wie das aussehen soll. Ja, dann probiert das aus, genießt es, viel Spaß dabei und schreibt uns gerne unter dieses Video, was ihr von dem Geschirr haltet. Interessiert uns immer, sind wir immer dran interessiert, was unsere Kunden dazu sagen. Genießt eure Hunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss!